ich bin ein netter Typ. Ich bringe dich hin. Muss ich nicht jedes Mal ein Massaker machen, oder? Ob ich hier. Na, was denn? Nee, warum nicht? Wir haben hier alle verfügbaren Daten gesammelt. Die Teams der Romulaner können damit beginnen zu analysieren, was genau sich hier unten befindet und wie wir es für uns nutzbar machen können. Das Kraftwerk ist riesig. Wenn es sicher benutzt werden kann, sollte es unbegrenzte Mengen an geothermaler Energie für den gesamten Planeten zur Verfügung stellen können. Wir werden es aber nicht sofort benutzen können. Solange sich die Toyaner hier befinden, ist hier unten niemand sicher. Sind sie bereit, auf die Oberfläche zurückzukehren? Ich höre sie laut und deutlich erstmal. Leitende Forscherin Ariana und ich machen uns jetzt zu ihnen auf den Weg. Wir sind gleich bei ihnen. Ich habe ihr Signal. Danke, dass Sie uns heruntergerufen haben. Ich wusste, wir können uns auf Sie verlassen. Sir, wir scheinen eine Art Logbuch gefunden zu haben. Können Sie es aktivieren? Ich bin mir nicht sicher. Es gibt dort eine Ikonografie, die mit in der Höhle des Ishalbals gefundenen Artefakten zusammenhängt. Insbesondere dieses Symbol sieht aus. Ist das ein ikonianisches Portal? Ja, ich glaube es. Wieder ohne Translator, keine Übereinstimmung gefunden. Das wird dann die Kronia durch das Portal? Könnte das ein Ikonia sein? Ich glaube, eine neue Aufzeichnung beginnt. Sie sehen wie die Kreaturen aus, die wir mit den Ikonianer zum. Scheint, als ob sie irgendeine Art von Maschine an das Portal geschlossen hätten. Oh, Scheiße, ich hab's nicht gesehen. Wie alt sind die Aufzeichnungen? Das kann nicht stimmen. Das Alter scheint 200.000 Jahre zu betragen. Es entstand eine zweite Aufzeichnung, 50.000 Jahre danach. Waren diese Dinger Ikonianer? Wir haben viele Nachforschungen anzustellen, bevor auch nur eine dieser Fragen beantworten werden kann. Das Tor ist allzu offensichtlich nicht zu verwenden. Glauben Sie, dass es reaktiviert worden sein könnte? Mit der Zeit? Ja, ich denke noch. Doch, kann. Bei den Elementen, wissen Sie, was das bedeutet? Es bedeutet, dass wir etwas über die älteste und gefürchtete Rasse der Galaxie lernen können. Wir hätten nichts davon ohne Sie erreicht. So großartig sind der Knauf ist, stellt sie doch keinen Vergleich dazu dar, was sie für meine Leute und mich getan haben. Ich kann ihnen niemals genug danken für alles, was sie seit ihrer Ankunft auf New Romulus erreicht haben. Dank ihnen haben die Romulaner und Remaner die Chance auf ein echtes neues Leben. Sie haben uns bei der Sicherung unserer neuen Heimat geholfen und uns eine neue Chance zum Überleben gegeben. Es gibt keine Worte, mit denen ich jemals meinen Dank ausdrücken könnte. Oh Mann.
Jegliche Erkenntnisse und Untersuchung dieses Tors werden selbstverständlich allen zugänglich gemacht. Einige Leute hätten etwas dagegen, Geheimnisse wie diese zu teilen. Aber immer und immer wieder haben sie bewiesen, dass wir alle zusammenarbeiten können. Ich danke Ihnen im Namen einer erfreulicheren Zukunft, eines besseren Romulus. Sir, ich empfange einen Ruf höchster Priorität. Ausgezeichnete Arbeit, wie immer, Admiral Sky Titanic. In den vergangenen Monaten haben Sie mehr über die diplomatischen Beziehungen zwischen Föderation und Romulanern getan, als irgendjemand sonst in den letzten Jahren. Als Anerkennung Ihrer Arbeit und Verdienste habe ich angeordnet, Ihnen eine Ladung Materialien zukommen zu lassen, mit denen Sie sich einige wohlverdiente neue Ausrüstungsgegenstände sollten leisten können. Ich freue mich bereits auf Ihren nächsten Bericht. Machen Sie weiter mit der guten Arbeit. Sie können mit der Belohnung in ein Projekt starten, das Sie... Oh! Fuck! Da stand da aber nicht, dass man das kriegt. Aber okay. Ja, ich habe gerade eine Mission abgeschlossen und da habe ich jetzt auf einmal das gekriegt, was ich nicht mit gerechnet hätte. 32.000 Rohdi, Lithium und andere Sachen. Also habe ich noch viel zu tun. Ja, ja, es war nicht schlecht, ne? Vielen Dank. Jetzt wissen wir mehr über das Gebiet. Es wird nicht leicht sein, die Tolianer von hier zu vertreiben, aber da wir jetzt wissen, was sie dort unten sind, werden wir vorsichtiger sein. Darüber hinaus wissen wir, wonach sie suchen. Artefakte von früheren Zivilisationen. Wenn sie den Tolianern von Nutzen sind, sind sie es auch uns. Wir müssen sie bloß vorher finden. So. Oh, ist aufgeladen. Perfekt. Ich mache jetzt erstmal Schluss. Ich mache um... 23, ja, zwischen 23 und 1 Uhr mache ich wieder weiter. Ich wünsche euch also noch viel Spaß beim Anziehen und Zuschauen. Wenn es euch gefällt, wisst ihr, was zu tun ist. Ich bin erstmal raus. Euch noch viel Spaß. Bis dann. Ciao, ciao.